Ich habe ein schlechtes Gefühl dabei. Du könntest verletzt werden. Das würde ich nicht ertragen. Ich bin vorsichtig, Ehrenwort. Und wenn ich erst reich und etabliert bin, lass ich dich holen, bestimmt. Caroline, komm weg da! Nicht überanstrengen! Ich kann dir nichts versprechen, Edward. Wenn du zu diesem Wagnis aufbrichst, kann ich dir nichts versprechen. Gib mich nicht auf, Caroline! Nicht, wenn ich dich am nötigsten habe. Versuchst du, deine Gedanken zu ordnen? Nur ein kurzer Brief nach Hause. Ich bin ihr sicher ohnehin egal. Oh, ein hartes Herz, das weicher sein sollte. Oder da weich wohl hart sein sollte. Ja. Woher kommt das plötzliche Interesse an seinen harten Stellen, Mr. Rackham? Du wüsstest gern mehr über mich, oder? Oh, ei. Ein kleiner Hinweis vielleicht. Oder ein großer, falls du ein echter Gentleman bist. Öffne deine Hand. Oh. Wer schießt da? Vielleicht die Schiffe, die in den Hafen laufen. Jesus. Tja, das war's dann wohl. King George ist unsere Sperrenzchen endgültig leid. Wer ist der Grimmige? Das ist Captain Woods Rogers. Kein Mann, der mein Gesicht sehen sollte. Wir erbitten ein Parley mit den Männern, die sich selbst die Gouverneure dieser Insel nennen. Charles Vane, Ben Hornigold und Ed Thatch. Tretet vor, wenn's recht ist. Ist wegen des Pardons? Verdammt, was treibt Hornigold da? Der Hasenfuß. Was habt ihr Männer vor? Ich bin dankbar für eure Gastfreundschaft, Captain Hornigold. Ich dachte, unser Empfang würde... Verwechselt nicht Höflichkeit mit Unterwerfung, Gouverneur. Ich bin neugierig, was ihr zu sagen habt. Doch andererseits auch unentschlossen. Sehr gut gesagt. Und um vieles ehrlicher, als ich von einem Piraten erwartet hätte. Auch ich verspreche denen Aufrichtigkeit, die mich anhören. Ihr werdet... Ruhig, Commodore Chamberlain. Ich gab Captain Hornigold mein Ehrenwort, dass wir gleichberechtigt verhandeln. Das wird euch auch nicht helfen. Männer wie er sind Gift für den Ruf seiner Majestät und ein gefährliches Krebsgeschwür für die neue Welt. Der König will sie vernichtet sehen, so viel ist klar. Das ist der Marktplatz? Zumindest das, was dem am nächsten kommt. Unglaublich. Nicht sauberer als ein Hundezwinger. Captain Hornigold, bitte ruft eure Männer. Rackham, Wayne, der Gouverneur schickt nach euch. Bringt Burgess und Cockrem auch mit. Ausschwärmen, Männer, und behandelt dieses Rattenloch, als wäre es unser. Ei, doch der König hat sich als völlig unfähig erwiesen, das auch in die Tat umzusetzen, oder nicht? Bisher sind all seine Mühen kläglich gescheitert. Passt auf, wie ihr über seine Majestät redet, Gouverneur. Ihr seid auf seinen Wunsch hier. Ich habe meine Methoden, Commodore, und ich erwarte, dass ihr euch Wort für Wort an sie haltet. Ihr da, auseinander! Macht Platz für die Gesandten des Königs! Aus dem Weg!
Bastarde! Weg da! Unser einziges Ziel ist, mit den Herren dieser Ansiedlung zu verhandeln. Allen anderen raten wir, ihren üblichen Geschäften nachzugehen. Bewegung! Kommandant Chamberlain, bitte ruft alle Händler, Steinmetze und Zimmermänner zusammen und lasst sie am Nachmittag zu mir kommen. Wir müssen diese Festung wieder instand setzen. Wir sollten die Waffen konfiszieren, Gouverneur. Machen wir diesen Piraten deutlich klar, dass mit den Abgesandten des Königs nicht zu spaßen ist. Ich will keine Feindseligkeiten heraufbeschwören, Kommandant. Trotz unserer Waffen sind wir ihnen zahlenmäßig unterlegen. Die Überredungskunst ist unsere beste und schärfste Waffe. Geschwätz, Gouverneur. Wir sollten alle Schiffe versenken, die nicht des Königs Flagge tragen. Wenn nicht, nähren wir Zweifel an unserer Ernsthaftigkeit. Schweigt, Kommandant! Ich bin der gottverdammte Gouverneur hier, im Dienste seiner Majestät, und ich treffe alle Entscheidungen. Ist das klar, Sir? Aye, Sir. Eure Wünsche sind klar wie Kristall. Das sind die Karten, Kommodore. Sind bereit. Gouverneur Rogers glaubt, er könne Männer aus diesen Affen machen. Ich jedoch nicht. Geht nun und erwartet meine Befehle. Versprechen und erklären wir hiermit, dass falls einer der genannten Piraten sich am oder vor dem 5. September im Jahre des Herrn 1718 einem der obersten Staatssekretäre von Großbritannien oder Irland ergibt oder einem Gouverneur oder Vizegouverneur auf einer unserer Anpflanzungen in Übersee, jeglichen oder jegliche Piraten, der oder die sich auf diese zuvor beschriebene Weise ergeben, erwartet unser großherziges Pardon für seine oder ihre Akte der Piraterie, die vor dem 5. Januar des folgenden Jahres begangen wurden. Und wir befehlen und weisen alle unsere Admiräle, Kapitäne und Offiziere zur See an, sowie all unsere Gouverneure und Kommandeure unserer Fort, Burgen
und andere Orte in unseren Plantagengebieten und all unsere zivilen und militärischen Offiziere derjenigen Piraten habhaft zu werden, die sich weigern, sich wie beschrieben selbst zu stellen und zu ergeben. Virginia, mostly guard in the college. Ich hoffe, ihr wählt den rechten Kurs, Gentlemen. Und akzeptiert die Begnadigung, sobald ihr mit euch im Reinen seid. Denn bis es soweit ist, dürft ihr allesamt Nassau nicht verlassen. Es tut mir sehr leid. Doch im Vergleich zu einer Anklage ist das Pardon eure beste Chance. Der Gouverneur drückt sich viel zu freundlich aus. Verbreitet dieses. Akzeptiert des Königs Schutz, sonst schleifen wir die Stadt bis auf die Grundmauern und brechen euch eure Hälse. Frieden, Commodore Chamberlain. Wir sind Gesandte, keine Scharfrichter. Noch nicht. Oh, vielen Dank, Sir. Gott segne euch.
Ich sehe dies als Wink des Schicksals, Männer. Wir sollten das Pardon annehmen und retten, was uns an Würde geblieben Pisse. Ist. Ich hänge lieber, als mich diesem Hampelmann zu ergeben. Geh zum Arzt, Wayne. Wir hatten eine seltene Gelegenheit, eine Chance, aus etwas Gemeinem eine Regierung zu formen. Getragen von Männern mit Visionen. Und in nur 2 Jahren setzten wir sie auf Grund. Diesen Fehler mache ich nicht nochmal. Er sagt die Wahrheit. Und ihr Welpen ertragt sie nicht? Adieu, ihr versoffenen Achterdeckbauern. Wir sehen uns am Galgen. Ihr seid tote Männer! Bastarde! Ich brauche einen Schnaps. Seht sie an, die Verräter. Es macht mich ganz krank, wie lange ich Hornigold und seine selbstgerechte Art hingenommen habe. Wahrhaftig, ihr seid ein Mann mit Prinzipien, Captain Hornigold. Ein Mann, dem ich meine besten Ideen anvertrauen kann. Glaube und wir überleben das, Charles, mit Würde und Stolz. Das ist Selbstvertrauen. Hast du einen Plan, von dem ich wissen sollte? Nassau ist vorbei, das ist wohl klar. Ich sage, wir laufen heute Nacht aus und treffen uns bei mir. Na gut, was hast du vor? Die Briten brachten ihre Vorräte an Land, stimmt's? Wenn wir etwas Pulver und Kiefernpech stehlen, bauen wir ein Feuerschiff, schicken es direkt in die Blockade und sprengen sie in Stücke. Aye. Nehmen wir Rackhams Schiff. Er ist eh kein guter Captain. Mein Gewissen ist rein. Gut. Während du das Pulver besorgst, beschaffe ich das Kiefernpech. Stop! Stop now! You're not going anywhere!
No, I joined with my brother some 10 years ago. Life was getting very hard in the old countries. So few opportunities. It took an eternity. I mean, Yeah, he's mine! Got him sighted. Don't stop before you're shot. He's in my sight. I've got a shot. I've got a good line on him. Here.
You there! Get a hold of that man! Bastards and mistakes! Na los, Jungs, ihr trödelt. Dieses verfluchte Hanf. Lieutenant. Psst. Hi, Sir. Der Commodore befürchtet einen Aufruhr. Seine Befehle lauten, jedes verdammte Piratenschiff im Hafen zu versenken. Heute Nacht. Gegen die Wünsche des Gouverneurs? Das ist ein direkter Befehl, Soldat. Geht auf der gestrandeten Galeone in Stellung und wartet auf die Befehle des Commodores. Ist das klar? Hi, Sir. Der hinterhältige Bastard. Man sollte dem Kommodor die Kehle aufschlitzen, bevor er den Befehl erteilt. Denkst du das? Sonst treiben wir bei Tod im Wasser. Na gut, ich töte ihn. Ihr seid des Wahnsinns. Ich will nichts mit dem Mord am Kommodore zu tun haben. Er ist ein Mann des Königs. Wir dürfen nichts riskieren. Na los, ich werde auf dich warten. Wir haben Informationen für den Commodore. Es ist sehr dringend. Weiter! Viel böses Blut zwischen den beiden Rogers und Chamberlain. Wo ist das Problem? Der Commodore hält nicht viel von Zivilisten, glaube ich. Und es geht das Gerücht um, dass Rogers eine Art Jakobiner ist. Oder schlimmer noch, katholisch. Da kann ich mir Schlimmeres vorstellen. Und die beiden Männer zu uns. Ihr da, folgt uns und kommt an Bord. Der Commodore hat eine Aufgabe für euch. Aye, Sir! If valued when you see travel no longer this day, you found it. Ah!
erzählte, wie der Kommodore über Rogers schimpfte, ihn Heiden nannte und sonstige Dinge. Warum streiten die beiden denn so? Still, Mann! Du willst doch nicht den Zorn des Gouverneurs auf dich ziehen. Er ist irgendwie komisch. Ja, ich habe eigentlich viel mehr Angst vor dem Kommodore. Sehr ernster Mann. Kein bisschen Humor. Geht in Position und bereitet euch auf die Befehle des Commodore vor. Aye, Sir! Der Gouverneur versprach Straffreiheit, Kommodore.
bedeutet das Wort eines Mannes denn gar nichts mehr? Hat die Syphilis dich benebelt? Wozu einen solchen Abschaum beschützen? Ihr seid Parasiten und lebt von der Arbeit ehrlicher Männer. Genau wie King George, was das angeht. Zeig Respekt, Bauer. Du magst mich zwar töten, doch damit hast du deine Lage kein Deut verbessert. Gibt es einen Grund, weiterzureden? Wenn dieser Heide nicht wäre, Governor Rogers, ich hätte dich am eigenen Mast aufgeknüpft. Wurm. Euch alle. Der Kommodore ist tot. Alle bereit? Beinahe. Wir haben ein Problem mit der Galeone und ein paar Dutzend Pech und Schwefel. Willst du Rauchzeichen geben, du Laus? Du sitzt auf genug Schwarzpulver, um New Providence von den Klippen zu sprengen. Lass mich los, Mann. Ist schon recht. Ich wollte sagen, ein Trupp Rotröcke hat unsere Galeone besetzt. Wir müssen sie ausschalten, um mit ihren Kanonen die Blockade zu brechen. Bleib beim Feuerschiff, Captain. Es darf nicht sinken. Lehsegel, wir reiten die Bö! Sieh mal, die Briten haben was gemerkt. Wir lumpen! Feuer! Sie präsentieren sich uns! Lasst ihn am Tor zur Hölle! Bereit zu schießen, Sir! Feuer! Da ist sie am schwächsten, Captain! Nein! Sind bereit, Sir! Feuer! Mist! Der Winkel stimmt noch nicht! Feuer! Na, nur ein gut platzierter Schuss! Alles setzen und scharf zum Wind ausrichten! Alle außer Großbergen! Rollt die Topsegel! So viel Segel, wie ihr könnt! Alle Segel setzen, Jungs! Feindliches Feuer! Ein Wrack mehr! Wurden getroffen, Kaliber, Sir. Ja, aber die Reichweite Sie ist kriegen gefährlich. Verstärkung, Captain! Ihre Verstärkung greift in den Kampf ein, Captain! Rahm- und Marssegel fest zurren! Topsegel bergen! Bringt jeden fetzten Stoff in den Wind! Gebt den Wind nach! Großsegel vieren, macht schon! Feindliches Feuer! Feuer da draußen, Captain! Segel setzen! Schrecklich nah! Nehmt die Rahen aus dem Wind! Das Feuerschiff darf nicht sinken. Es ist unser Ass. Alle Segel, sie verträgt das! Und Steuer, Captain, du reißt uns in Stücke! Das hat schon! Das Feuerschiff explodiert bald! Pass auf, Captain! Nehmt die Rahen aus dem Wind! Feuer! Wir stehen am Tor zur Hölle! Feindliches Feuer! Wir sind durch! Nun weg von der Flotte und wir haben's geschafft! Kurs wechseln! Wir laufen auf Grund, Captain!
So ein Gemetzel. Brennt, ihr Bastarde! Yeah! Schiebt euch euer Pardon wohin, Governor! Tanzen herum, als hätten sie Beute gemacht.